Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video vom LS22 mit der Feuerwehrmod. Heute gibt es wieder eine neue Mod-Vorstellung. In dieser Mod-Vorstellung möchte ich euch heute meine 10 absoluten Feuerwehrfahrzeug-Lieblinge zeigen. Also meine Top 10 von den Feuerwehrfahrzeugen, die es kostenlos für den LS22 zum Download gibt. Unter anderem sind da auch ein paar Sachen bei, die es auch für die Konsole gibt. Ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn die Konsolenspieler auch solche Fahrzeuge auf ihrer Konsole spielen können. So, am besten mache ich das jetzt mal so. Ich gehe einfach von vorne bis hinten durch, erzähle ein bisschen was zu dem Fahrzeug, zu der Mod, und dann machen wir mit der nächsten quasi dann weiter. So, ich habe natürlich den größten Shop jetzt ausgesucht hier, den man so haben kann. Hier passen gerade so 10 Autos hin. Also das ist wirklich massig, was hier heute steht. So, wir fangen heute einfach mal an mit einem Hubrettungsfahrzeug, mit dem größten Fahrzeug, was es hier gerade gibt im LS22. Das ist eine wunderschöne Magirus DLK. Von der Feuerwehr Hude kann man nochmal anpassen im Shop, wie man das gerne möchte. Man kann den Skin, die Lackierung anpassen. Es gibt da wirklich eine große Anzahl von Skins, die man hier rauf machen kann. Also das ist wirklich ein schickes Fahrzeug, was mir so auf jeden Fall richtig gut gefällt. Hat auch wirklich verdammt viele Funktionen. Und ich glaube, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Es ist einfach ein tipptopp schönes Fahrzeug, das gefällt mir. Also das hat auf jeden Fall einen Platz gefunden in meiner absoluten Favoritenliste von den Einsatzfahrzeugen, die ich so geil oder schön finde im LS22. Ich überlege gerade, wartet mal kurz, Leute, ich mache mal kurz den Verkehr aus, ja, dass wir jetzt hier keinen Unfall haben in diesem Video. So, dann kommen wir mal zum nächsten Fahrzeug. Ach, der steht schon bereit, natürlich, selbstverständlich. Das ist ein RTW von Fatec, gibt es auch in verschiedenen Varianten. Was mir besonders daran gefällt an diesem Fahrzeug ist einfach, dass man das nach x-beliebigen konfigurieren kann, so wie es einem gefällt und beziehungsweise wie man das gerne haben möchte. Also es gibt da wirklich richtig viele Sachen, die man an diesem Fahrzeug ändern kann. Das absolute Highlight ist natürlich, das darf ich euch natürlich nicht vorenthalten, das Allercoolste ist einfach, dass man, ja, man geht hier ran an die Tür. Man klickt da einmal drauf, wenn man Simple IC installiert hat, und schon kann man die Trage rausnehmen. Man entriegelt das im Fahrzeug und man kann die rausnehmen. Und dann kann man einfach wirklich ein realistisches Einsatzgeschehen hier im LS22 simulieren. Also das ist wirklich ein richtig schönes Fahrzeug, was mir richtig gut gefällt. So, wir machen gleich mal weiter. Ich zeige euch natürlich nochmal zum Schluss, von wem die ganzen Fahrzeuge eigentlich kommen. Das sind unterschiedliche Modder. Das möchte ich natürlich nicht vergessen, aber ja, so ein bisschen erzählen möchte ich ja doch noch was zu den Fahrzeugen, ja, und deshalb ein paar Worte finde ich halt immer gar nicht verkehrt. Gerade in so einer Mod-Vorstellung ist es schon ganz wichtig. Was auch wichtig ist, ich zeige euch natürlich jetzt nicht alle Funktionen. Die müsst ihr euch die könnt ihr euch selber anschauen, beziehungsweise könnt ihr die auch in meinen Videos euch reinziehen. Da habe ich wirklich alle Fahrzeuge in Benutzung, da habe ich alle Fahrzeuge schon x-beliebig auf- und zugemacht, habe alle Funktionen erklärt, und ja, dazu zählt natürlich auch das LF1612, was wir hier haben. Warum das in meinem Top 10 Feuerwehrmods für den LS22 mit dabei ist, ganz einfach. Es ist einfach ein Oldtimer der Superlative. Das Fahrzeug, das gibt es so nicht nochmal, und das ist einfach verdammt schön. Das passt in jedes Projekt mit rein, egal welche Karte, das passt sich halt immer an, finde ich. Und ist auch unter anderem so ein Favorite unter den Top 5, sage ich mal, die heute jetzt mit dabei sind. Ja, ist auf jeden Fall ein richtig schönes, älteres Einsatzfahrzeug von der Feuerwehr. So, ein bisschen was Neueres haben wir hier von Rosenbauer. Das ist der AT2020. So kommt das Fahrzeug aus dem Werk, so wird das geliefert. Ist natürlich ein Vorstellungsfahrzeug, aber egal.
Warum das hier heute mit dabei ist, ganz einfach. Ich bin ein absoluter AT-Fan. Ja, und dazu zählt natürlich auch der AT 2020. Ist ein Allrounder, ist ein schönes Fahrzeug, hat letztens auch sogar ein Update bekommen, dass man hinten auch Haspin ranmachen kann. Also es ist wirklich, ja, Fahrzeug kann man konfigurieren, wie man möchte. Es gibt viele Sachen, die man ranmontieren kann. Die Lackierung kann man ändern. Also wirklich ein absolutes schönes Einsatzfahrzeug, was auch wirklich in jede Feuerwehr reinpasst. So, was haben wir als nächstes? Ja, wird jetzt ein bisschen neuerer. Ein TLF 4000 haben wir hier von MAN. Ist ein schönes Fahrzeug, ist nicht zu groß, ist nicht zu klein, hat viele Ausrüstungsgegenstände dabei, die man braucht. Sieht wirklich klasse modern aus und gehört auf jeden Fall mit in die Top 10 von meinen Lieblingsfeuerwehrmods im LS 22. So, wir stellen uns mal so ein bisschen nebeneinander auf. Ne? Ich finde das irgendwie cool. Und die anderen stellen wir dann irgendwie so ein bisschen dahinter. So, hier kommt ein nächstes Fahrzeug, auch wieder von der Feuerwehr Hude. Kann man auch im Shop nochmal beliebig anpassen, wie man gerne möchte. Es gibt mehrere Lackierungen, die man auf diesem Fahrzeug drauf machen kann. Es ist ein Mercedes-Benz Unimog, gefällt mir richtig gut. Kommt von Schlingmann, also das kann bloß gut sein. Dieses Fahrzeug gefällt mir ganz einfach. Ich bin wirklich ein absoluter Unimog-Fan und dieses Fahrzeug müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Es gibt da wirklich viele Sachen zu zeigen. Es gibt viele schöne Animationen, es gibt einen richtig tollen Sound. Deshalb das Auto, ja, das konnte gar nicht anders. Das muss unbedingt mit rein in diesem Video zu meinem Top 10 Favoriten-Mods hier im LS22. So, als nächstes kommt ein TLF. Ein Fahrzeug von MAN. Ist eine aktuelle Ausführung. Ich glaube, von 23 ist das Fahrzeug. Ist hochmodern ausgestattet, hat viele Funktionen. Das kannst du richtig geil anpassen im Shop. Also wirklich auf jede Feuerwehr, die man so hat in seinem Spiel, kann man das Fahrzeug genauso anpassen, wie man es gerne möchte oder braucht. Und kommt natürlich auch wieder von Rosenbauer, sieht man auf jeden Fall. Und das Fahrzeug, ja, ist nochmal eine Steigerung zu dem Rosenbauer AT 2020. So, ach, wir lassen den mal stehen hier, oder? Ja, den lassen wir stehen. Passt. Ist okay. So, jetzt kommen wir mal zu zwei Feuerwehrfahrzeugen, die zusammen in einem Pack zum Download zur Verfügung stehen. Das sind zwei Fahrzeuge aus dem Feuerwehr Emergency Pack für den LS22. Das ist erstmal ein HLF20 von Schlingmann. Hat viele Funktionen. Mir fehlen jetzt hier gerade die Haspel, die habe ich jetzt nicht dran montiert. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das Fahrzeug macht einfach Spaß. Es hat viele Funktionen. Es fährt sich gut. Es macht genau das, was es soll. Hat natürlich auch ein paar geile Funktionen mit dabei. Unter anderem kann man aus dem Fahrzeug aus natürlich auch Einsätze abrufen. Und kann dann sozusagen gleich zum Gerätehaus fahren und dann mit dem Fahrzeug zum Einsatz raus. Ja, also schönes Auto, das kommt auf jeden Fall mit rein. Unter anderem natürlich auch von Schlingmann das TLF 3000, das darf auch nicht fehlen. Kannst du auch wirklich schön anpassen im Shop. Gefällt mir, ist natürlich auch ein, ja, hier steht hier, jetzt steht Firemog hier, ist aber ein Unimog eigentlich von Mercedes-Benz. Sieht erstklassig aus und von den Funktionen auch wieder tipptopp, wie so ähnlich beim HLF 20 von Schlingmann. Das ist ganz ähnlich. Sind zwei wunderschöne Fahrzeuge, die ihr, wie gesagt, so zum Download zur Verfügung habt. So. Sieht das gut aus? Ich dachte eigentlich so, ja, doch, das passt, oder? Das kriegen wir hin. Ja, und zu guter Letzt kommt ein Fahrzeug, was es schon wirklich lange gibt für den LS22. Ist auch kostenlos zum Download, kommt natürlich auch von Rosenbauer. Rosenbauer ist ja auch eine richtig schöne, bekannte Feuerwehrmarke. Dieses Fahrzeug ist so besonders, weil, ich glaube, das hört man schon, ne? Dieses Fahrzeug ist nämlich ein besonderes Fahrzeug, was mit einem Elektroantrieb betrieben wird. Hat viele Funktionen, man kann es gut anpassen im Shop und ja, Funktionen gibt es natürlich auch wieder richtig viele. Mir gefällt es,
Ich finde das richtig abgespaced, sieht wirklich modern aus, wie so eine Art Space Shuttle, sage ich immer. Also tipptopp, müsst ihr unbedingt selber mal ausprobieren, wenn ihr so ein Elektro-Fan seid und dann auch noch Feuerwehr mögt. Das Fahrzeug lohnt sich auf jeden Fall. So, und ansonsten, ich gehe mal kurz mal nach vorne. Ich zeige euch mal die Fahrzeuge, wie sie jetzt hier stehen. So, einen Moment. Ich fahre mal noch die Drehleiter ein bisschen ran. Und dann sieht das ein bisschen besser aus, finde ich, oder? Ja, guck mal. So können wir das lassen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Shop rein. So, hier können wir erstmal bleiben, das sieht gut aus und ich zeige euch jetzt mal im Schnelldurchlauf die Mods, von wem die eigentlich kommen. Zum Anfang habt ihr gesehen, die DLK, die kommt vom MTS-Modding-Team, der RTW Plus Liege, das LAF bzw. LF16 TS, der Rosenbauer AT2020, das TLF 4000 von MAN, von Ziegler, das kommt alles von Sosi Modding. Dann haben wir JH Modding, da kommt von der Feuerwehr Hude der Mercedes-Benz Unimog von Schlingmann. Dann von Schizak Mods oder Modding kommt der AT3 Facelift. Das ist das modernere Fahrzeug, was moderner ist als der AT2020. Und ansonsten gehen wir noch einmal hier runter. Hier haben wir die Haspeln, die ich jetzt nicht dran habe, für das Emergency Pack, für das HLF 20 zum Beispiel. Und hier kommen wir nochmal zum Elektro HLF oder ELHF heißt es ja. HLF 20, TLF 3000, das ist das Emergency Pack. Das sind die Fahrzeuge, die ich jetzt hier alle in Benutzung habe. Hier wundert mich gerade, ich glaube, das kam auch von Sosi Modding, dieses Fahrzeug hier. Wenn mich nicht alles täuscht, das wird aber unter diverse angezeigt. Wer weiß, warum das jetzt da unten steht. Aber jetzt müssten wir eigentlich alle Fahrzeuge haben. Ja, alle Fahrzeuge, die jetzt hier vor mir stehen, habe ich jetzt einmal komplett vorgestellt. Und ja, die sind auf jeden Fall alle tipptopp. Die machen alle saumäßig viel Spaß und das Besondere heute, wenn ihr diese Mods noch nicht alle habt, beziehungsweise noch gar kein Mod davon habt aus dem Video heute, dann findet ihr die ganzen Mods zum Download in der Videobeschreibung. Wie gesagt, das ist alles kostenlos, alles gratis, die gibt es öffentlich alle zum Download, da müsst ihr keine Angst haben vor rechtlichen Konsequenzen oder sonst was. Die Fahrzeuge, die ihr jetzt genau vor mir seht, könnt ihr euch so ganz einfach runterladen. Und dann zieht ihr euch die Mods einfach unter Dokumente, My Games, LS22 und Mods in den Mod-Ordner, ohne Entpacken, ohne sonst was. Das sollte in der Regel so funktionieren und dann könnt ihr die im Spiel auswählen und dann könnt ihr, eine Runde Feuerwehr spielen, beziehungsweise Feuerwehreinsätze fahren. So, das Allerwichtigste heute ist eigentlich, das interessiert mich jetzt einfach mal, denn ihr wisst jetzt, was meine 10 Lieblingseinsatzfahrzeuge für den LS22 sind. Wenn euer Fahrzeug mit dabei ist heute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt. Ich bin sehr gespannt, was euer Lieblingsfahrzeug ist. Natürlich gibt es noch viele, viele mehr. Die kann ich natürlich mal in der nächsten Folge vorstellen zum Beispiel. Da habe ich natürlich noch ein paar, die ich euch unbedingt mal zeigen könnte. Und was mir wichtig ist, dass die auch zum Download sind. Deshalb mache ich auch dieses Video. Und ich bin gespannt, was euer Lieblingsfahrzeug ist im LS22. Kann auch sein, dass es gar nicht mit dabei ist. Deshalb, wie gesagt, ist egal. Kommentiert mir das gerne, was euer Lieblingseinsatzfahrzeug ist. Und eine Sache habe ich noch. Das Auto versteckt sich hier so. Dieses elektrische LHF gibt es natürlich auch für die Konsole. Das hatte ich ja vorhin gesagt. Dann natürlich ohne Rosenbauer-Logo, aber der Grundschnitt, das allgemeine Fahrzeug, gibt es dann für Konsole zum Download. Könnt ihr euch gerne downloaden, wenn ihr Bock habt. Und ich überlege gerade, die beiden Fahrzeuge sind natürlich auch mit dabei. Die beiden Fahrzeuge von dem Emergency Pack, die beiden gibt es auch für Konsole. Das ist nämlich das
das absolute Highlight, finde ich. Denn Konsolenspieler sind in letzter Zeit immer wirklich leer ausgegangen. Aber mittlerweile gibt es da halt auch schon viele Blaulichtmods, mit denen man richtig viel Spaß haben kann und Einsätze spielen kann oder fahren kann. So, dann haben wir's. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Leute. Also, ihr könnt ja gerne mal verraten, was ihr so gerne in den nächsten Mod-Vorstellungen sehen möchtet. Dann kann ich mal gerne schauen, was ihr so schreibt. Und dann kann ich das auf jeden Fall mal so ein bisschen planen. Und dann haue ich einfach mal demnächst wieder ein paar Videos raus, was euch so interessiert. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat diese Art Mod-Vorstellung gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben lassen, kostenloses Abo und schreibt, wie gesagt, mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblingseinsatzfahrzeug im LS22 ist. Von der Feuerwehr, vom Rettungsdienst, von der Polizei, alles, was es eben so gibt, könnt ihr mir gerne mal verraten und schreiben. Gut, Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Geil, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, wir sehen uns. Bis denne und ciao.